Hallo. Hallo. Wir sind heute mal wieder in unserer schönen Heimat unterwegs. Ganz spontan. Ja, wir gehen einfach mal von zu Hause aus los und gucken mal, wo es uns hin verschlägt. Na, kommt doch einfach mit. Genau. Viel Spaß. Wir sind Melanie und Uwe und am liebsten auf Reisen. Aber da wir momentan unseren Van ausbauen und nicht auf Reisen sind, zeigen wir vorerst Ausflüge, Zeitreisen und Wanderungen aus der schönen Natur. Ziemlich matschig hier heute. Hat die ganzen Tage geregnet. Ja, auch hier, das Nadelholz ist alles tot. Da sieht man, wie das alles schon abgeholzt wurde auf der Seite. Und auf dieser Seite ist Buchenwald und der ist eigentlich komplett gesund. Und wir haben ganz schön viele Teiche hier in unserer Gegend. Ja, für die Leute, die wissen wollen, wie die Strecke hier verläuft, beziehungsweise was das für Wege sind, wir haben schon gesagt, Matschwege im Moment, mal breiter, mal schmaler. Aber wie ihr vielleicht sehen könnt, da läuft hinten die Straße entlang. Und wir können aber nicht von Verkehrslärm reden. Jetzt kommt gerade ein Auto und das ist auch eines in weiß ich nicht wie vielen Minuten. Also hier ist nicht viel Verkehr. Stört nicht. Ist noch nicht alt. Kann man mal sehen. Ab und zu wird hier auch mal was Neues gemacht. Eigentlich schön. Aber ein bisschen früh noch für die Pause. Zitterpappel, aber Tremula kommt von Tremor und das heißt tatsächlich zittern, also vom medizinischen her. Guckt mal, da kommt sogar ein bisschen blauer Himmel. Wow! Wo ist eine Uwe? Da hinten. Ja, hier stehen tatsächlich noch ein paar relativ gesunde Nadelbäume. Ich denke mal, wir sind hier bei Fichten oder Douglasien. Ich bin keine Douglasie. Du weißt doch, ich bin. Weißt du es noch? Was ist mein Baum? Fichte. Kiefer? Haselnuss? Blaubeer? Hainbuche war ich. Ich bin die Kiefer. Ist doch die Kiefer, nicht die Blaubeere. So, jetzt müssen wir ein kleines Stückchen an der Straße lang, aber nur unter der Schnelltrasse durch und unter der Autobahn durch. Deswegen ist es jetzt auch ein bisschen laut hier. Also das ist die Schnelltrasse, die direkt vor uns ist. Das ist die Schnelltrasse von Köln nach Frankfurt, beziehungsweise von Frankfurt nach Köln. Und danach kommt direkt die Autobahn. So, nochmal kurz von der anderen Seite. Da ist die Autobahn, die A3. Es wurde höchste Zeit. Wir sind nämlich schon über die Mittagszeit hinaus und haben noch überhaupt gar nichts gegessen, außer heute Morgen ein Brötchen und ein Ei. So, jetzt müssen wir uns hier so ein bisschen durchschlagen, irgendwelche Rückwege, weil hier gibt es gerade keinen Weg lang, wo wir lang wollen.
Wasser überquert. Oh oh. Der Kampf mit den Zweigen. Ja, wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Das ist eine richtige Abenteuertour diesmal. Den Hintergrund kann man noch sehen, da hinten sind wir irgendwo rausgekommen und jetzt ist hier wieder ein Weg, der ist aber auf der Karte auch nicht drauf. Nee. Und Cooper hat schon wieder einen anderen Weg gefunden, der ist schon wieder auf dem Weg im Wald. Cooper, komm her hier. Warte, komm hier her. Hier. Warte, hier komm. Her, komm. Da ist er. Warte. Da. Cooper, nein. Komm hier her. Ist interessant. Das hätte man vielleicht auf der anderen Seite auch mal hinschreiben können, weil da stand nichts von Wildruhezone. Ja, hier sind jetzt rechts und links ein paar Teiche, sogar mit Enten. Werden doch wohl keine heißen Quellen hier sein. Wir sind jetzt in Giershofen. Ja, unsere Spontanrunde war super abenteuerlich. Aber jetzt wird es langsam dunkel. Wir werden jetzt gleich abgeholt in Giershofen. Müssen wir mal gucken, wo genau. Aber war schön, der Abschluss mit dem Sonnenuntergang. Ja, war richtig schön. Ja. War ja jetzt auch nicht so weit. Ich weiß gar nicht, wir gucken gleich mal, wie weit es war. Aber ich denke mal so 7, 8, 9 Kilometer, keine Ahnung. War auf jeden Fall eine schöne Runde. Ja. Und es war auch nicht zu kalt. War alles prima. Perfekt. Sagen wir bis zum nächsten Mal, oder? Ja, und ihr wisst ja, Daumen hoch, Abo, Glocke und genau. So weiter. Dann verpasst ihr auch nichts. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Irgendeiner muss die Kamera ja holen. Ja, für die Interessenten wegen... Ja, nochmal neu. Oh, da sind Tropfen auf der Linse.